Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir befinden uns gleich im Palast. Das seht, ich habe mir das auch schon mal vorher angeguckt und ich kann euch sagen, das Ding ist Hölle Hacke schwer. Wobei ich die Minen auch schon ziemlich schwer fand, aber das lässt sich alles noch steigern. Ihr werdet sehen. Das Level sieht relativ klein aus, ne? Das ist ja dieses Auge, was sich dreht, sozusagen im Verhältnis zu dem großen, nennen wir es mal, Mittelgegner-Level dahinter, also rechts davon, dieses Kolosseum-artige Ding, aber ich glaube, das ist das größte Level bisher, oder es wird das größte Level bisher sein. Ich bin ja schon dreimal abgekackt, seid dabei beim vierten Mal. Los geht's. Die sind schon mal unfair hier, die Kleinen. Hui! Und hier haben wir ein bisschen was Gehacktes. Können wir nicht vielleicht sogar hier auch mal ein bisschen... So, den nehmen wir auch noch mal weg. So, weg mit dem ganzen Schrotz hier. Immer noch einer. Also, wenn ich das hier jetzt aufmache, das ist das Tor, dieser Knopf hier, öffnet das Tor. Dann kommt da gleich der nächste lustige Gegner raus. Der ist ein bisschen unfair. Der schießt nämlich mit irgendwelchen Schlangenraketen raus, die zugegebenermaßen sehr schwer abzufangen sind. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, ehrlich gesagt. Aber das Ding ist nicht ganz ohne. Davon gibt es diverse Gegner. Oh Gott, sieht das bekloppt aus, wenn die sich zur Seite bewegen. Naja, wie auch immer. Gut, aber dafür habe ich ein Geheimfach an Munition gefunden. Das zeige ich euch natürlich gleich auch nochmal. Das finde ich ganz cool. Achso, der ist schon tot. Ja, das war's hier, ne? Mehr ist hier, glaube ich, nicht zu holen. Jetzt nochmal ein wenig davon. Kann sein, dass hier vorne noch was war. Ja. Ein wenig Lebensenergie. Also Lebensenergie ist hier tatsächlich wichtiger als Munition. Obwohl Munition jetzt auch nicht so unwichtig ist. Also am einfachsten ist scheinbar wirklich auf diese Monster loszurennen und alles zu geben und dann, naja, zu hoffen, dass man es irgendwie überlebt. Ah, schon wieder so eine blöde Wespe hier. Das einzige Gute ist, diese komischen Schlangenraketen halten nicht ewig, also... No, die sind... Hallo? Was habe ich gerade erzählt? Achso, jetzt ist er kaputt. Die haben also einen relativ kurzen Lebenszyklus. Ich weiß nicht, eine Sekunde oder was. Und dann sind die alle schon Matschepampe. Aber wenn ich das hier richtig sehe, ist unser Lebenszyklus auch nicht so riesig. Da ist auch noch einer von den Kackviechern. Aber kannst vergessen, da kommst du nicht hin. So, ach, geschafft. Noch was drin? Nö. Gut, wir werden uns gleich mal, ach hier ist einer, uns zu diesem leckeren Geheimraum bewegen. Das ist nämlich der da vorne. Und da kriegen wir erstmal richtig schön Munition und Lebensenergie. Beides kann man ja nicht genug haben. Und den Raum müssen wir halt aufsprengen. Gar nicht mehr. Ne? Ups. Ah, geschafft. Gut. Volle Lebensenergie. Und jetzt volle Waffenkraft. Das ist auch nochmal so ein Ding hier. Mal gucken, was hier passiert. Der ist kaputt. Hi. Auch kaputt. Der ist kaputt, ne? Ja. So. Also, unsere Waffenkraft sieht ganz gut aus. Lebensenergie ist, wie gesagt, voll aufgeladen. Hier latschen wir erstmal alles ab. Das ist ein sehr verzweigtes Gebilde hier. Ich weiß gar nicht, wo hier was ist. Gibt es ja eigentlich eine Karte? Also, ja, also, toll, man erkennt ja wahnsinnig viel.
Also ganz links, ich versuche das mal so zu machen, ganz links ist der Bereich, wo wir herkamen. Auf der Karte sieht das gar nicht so groß aus. Wenn wir jetzt hier dann rechts rumgehen, gehen wir sozusagen einmal um dieses Viereck rum. Also eigentlich sieht das gar nicht so riesig aus. Als ich es eben gespielt habe, dachte ich, das hört gar nicht mehr auf. Aber vielleicht bin ich auch zweimal rumgelaufen. Das kannst du natürlich auch haben. Kommt der denn her? Und das sind irgendwelche Durchgänge hier. Die, keine Ahnung, warum sie hier durchgehen. Können wir uns auch noch mal angucken bei der Karte. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Hallo? Ach da. Ja, es sind irgendwelche Nebendurchgänge. Die gibt es wahrscheinlich hier in jedem der Bereiche. Ob das jetzt besonders wichtig ist, weiß ich nicht. Aber so ein paar Kleinigkeiten sind hier noch zu holen. Ich weiß gar nicht, müssen wir hier springen? Können wir auch rüberlaufen? Keine Ahnung. Da oben ist auch noch was. Zum Freisprengen. Der ist kaputt. Da oben eiert auch noch einer rum. Ach, der Knallkopf hier. Und kaputt ist er. Also die halten echt nicht viel aus, die Brüder. Aber die richten auch wahnsinnig viel Schaden an. Das ist Feuer, da sollten wir vielleicht nicht reingehen. Hier weiß ich nicht. Ich nehme mal an, dass wir da irgendwann hochfliegen können oder sowas. Und dann wäre das vielleicht sinnvoll, dass wir da reinspringen. Keine Ahnung, gucken wir mal. Ah, das ist auch ein Ding hier. Tschüss. Das fand ich hier ulkig, hier mit diesen Brennstäben. Ich glaube, da ist letztens auch eine Wespe gegengeflogen. Jedenfalls hörte ich so ein Geräusch, wie die Wespe, wie so fliegt. Und dann, wenn ich mal an, ist das tödlich. Gut, das scheint der Schlussraum zu sein. Oder vielmehr der Raum, wo wir dann zu dem Herrn oder Frau Seed kommen. Zu dem Alma Seed kommen. Und wo es dann halt dann entsprechend zur Sache geht. Das sieht schon geil aus, ne? Zwar beschissen animiert zugegeben, aber trotzdem nett. Gut, jetzt sind wir hier wahrscheinlich, genau, jetzt sind wir einmal rum und ich muss einfach nur hier hochspringen. Also ganz ehrlich, ich würde jetzt eigentlich gerne einfach mal eine Runde speichern. Ne? Aber das geht leider in dem Spiel nicht. So. Okay, das war der untere Teil, den haben wir jetzt abgefrühstückt. Jetzt springen wir den oberen Teil, nehmen wir den oberen Teil. Und vielleicht noch mal ein bisschen auf Munition achten. Ich sag's ja nur. Da ist dann auch so ein... Oh, ups, Linksteil. Ich wollte gerade sagen, da sind Blutflecken. Aber das stimmt ja gar nicht. Hui, volle Lebensenergie. Cool. Ich höre was. Irgendwas fliegt hier. Flog hier. Irgendwas flog hier. Handgranaten haben wir volle Elle, ne? Ja. Hau ab hier. Hier kommen wir, glaube ich, auch hin. Da könnten wir auch hin. Würde uns das was bringen? Weiß ich nicht. Ich versuche mal. Bringt uns das irgendwas hier? Nö, ne? Einfach nur, weil wir es können. Ich muss beim Springen immer höllisch aufpassen, weil du denkst, du bist schon da, dann lässt du los und dann fliegst du quasi wirklich, also wie so ein 100-Kilo-Stein fliegst du dann direkt senkrecht nach unten. Das ist so ein bisschen, hier muss man glaube ich auch einigermaßen zielen. Aber es geht. Ja, danke. Guck einer an, was ist das ein schönes? Frage ist, hilft uns das weiter? Ah, klasse, volle Waffenkraft. Aber eigentlich haben wir genug, ne? Ganz ehrlich, wir haben echt genug. Komm, das lassen wir mal. Ich glaube, ohne diese Zusatzdinger ist das Spiel auch gar nicht leistbar. Kommst du denn her? Blödmann. Ach, da ist ja schon dieses Teil, von dem ich gesprochen habe. Brauchen wir gar nicht hinfliegen. Da springen wir einfach gegen. Und da gibt es dann volle Lebensenergie. Cool. Mehr glaube ich nicht. Das lassen wir. Flupp.
Ich weiß nicht, bleibt das Ding jetzt die ganze Zeit da? Ich hoffe es einfach mal. Da ist ein. Sch Was soll das denn jetzt? Ah, Scheibenkleister. Ah, hau ab hier. Ich unterhalte mich hier gerade mit mir selbst. Das ist ja blöd. Dieses Ankh-Symbol bedeutet, dass unsere Lebensenergie sich um einen weiteren ausfüllt. Da kommen wir nicht ran. Sobald ich dagegen komme, bin ich tot. Das kann ich auch jetzt schon sagen. Das ist genauso wie Säure. Ich könnte mir vorstellen, ist nur eine Vermutung. Wie gesagt, über. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre. 96 habe ich gesagt, habe ich das Spiel gekauft. Ne? Kann auch, sagen wir mal 97. 2007, 2017, 20, das sind 27 Jahre. Ach du Scheiße. Da habe ich natürlich keine echte Erinnerung mehr dran. Aber ich glaube, es gibt irgendwann auch so irgendwelche Zusatzgeschichten, Artefakte, dass wir durch Säure und Feuer laufen können. Und da können wir uns das Ding vermutlich holen. Vertippe ich mal drauf. So, also ich versuche das hier mal zu machen. Und geht. Man springt echt cool hier in dem Spiel. Und du kannst mich mal. So, aber was machen wir jetzt weiter? Ja, nö. Was soll das jetzt bringen? Gar nichts, ne? Das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Oha. Also hier kommen wir nicht weiter. Okay, das ist scheinbar durch. Kommen wir hier noch irgendwie weiter? Haben wir nicht die Karte gefunden? Doch, ich glaube ja, ne? Wir haben noch die richtige Karte gefunden. Da unten ist noch irgendwas. Oder da oben. Aber es müsste dieses Ding hier oben sein. Mal sehen, wo sind denn die Teile, wo wir noch nicht waren? Da irgendwo. Wo sind wir jetzt eigentlich? Da, das heißt, wir müssten eigentlich, müssten wir wieder zurück. Also hier hin. Haben wir das Ding denn schon? Nee, haben wir nicht. Da können wir also gar nicht hin, zurück oder sowas. Da können wir nicht hin. Ja. Und nun? Also nur noch dieses eine große Stück fehlt und natürlich der Zugang zum Endgegner-Kram. Da drüben ist auch noch so ein Teil. Ja. Warte mal, ich sehe das hier. Da komme ich nicht hin. Ja. Wollen wir ein bisschen rumgucken. Ich werde jetzt doch mal hier den Dings hier nehmen, weil vielleicht geht es hier noch weiter. Ah, in der Tat. In der Tat. Da. Danke. Waren wir hier schon? Dahin geht es auch noch weiter bei dem Heini da, ne? Aua. Okay, hier ist aber nichts weiter Schlimmes. Also was wir brauchen, ist irgendein Symbol. Also eigentlich ja alle vier, aber sieht dann nicht so aus, wenn wir überhaupt eins finden. Die Heinis hier sind alle tot. Tot und verbrannt. Hier kommen wir nicht weiter. Das ist dann die Stelle, wo wir hochspringen müssen. Ach, geil, das ist. So. Gut, versuchen wir es nochmal. Also hier ist der quasi Anfang des Levels, ne? Mal schauen. Diesen Bereich waren wir schon. Hier kommen wir nicht weiter. Da ist eine Wand, seht ihr ja gerade. Also hier mit dieser blöden Karte zu springen, ist ja auch blöd, ne? Hier kommen wir nicht weiter. Aber wir könnten versuchen, hier rüber weiterzukommen. Okay. Nochmal. Jupp. Geschafft. Und dann hier rüber. Nochmal geschafft. So, nö. Jetzt sind wir schon dort. Ja, schön. Schön, dass wir dort sind. Aber da kommen wir ja auch nicht weiter. Dann wollen wir mal zu dieser komischen Tür da springen, oder was immer das sein mag. Dieses Ding hier. Ich weiß gar nicht, ist das eine Tür oder was soll das sein? Ah! Wir haben ein Symbol der Macht. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann war das ja genau das, was uns gefehlt hat eben. Frage ist nur, müssen wir dann dahin? Müssen wir hier hin? Symbol der Macht. Oh Gott, wo war das denn nochmal jetzt? Ach, Scheiße. Ich glaube, es war hier. Immer da, wo die Bälle hinspringen. Hier vielleicht. Ja, meine ich doch.
Na komm, da hättest du auch noch mit Hops gehen können, ne? Macht immer wieder Spaß. Also, wenn ich das richtig sehe, können wir hier auch weiter. Das gefällt mir nicht, diese Dinger da. Überhaupt nicht. Oder sind das nur Bilder? Das sind doch nicht nur Bilder, ne? Da habe ich mir gedacht. Mal ein paar Scherzkekse. Haben wir jetzt eigentlich ein neues Zeichen? Ne, haben wir nicht. Das Zeichen haben wir nicht. Boah. Bringt uns ja auch nichts, ne? Danke. Das Zeichen haben wir nicht. Da. Ah, ich verstehe. Oh Gott. So. So läuft das Spiel hier. Na toll. Danke. Dankeschön. Danke. 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 Okay. So. Ganz toll. Eigentlich hatten wir die Karte ja schon, ne? So, wo ist denn dieses Dings hier eigentlich? Achso, das ist dieses Zeichen. Okay, gut. Gut, dann geht's wieder zurück. Sofa ist klar. Ich versuche mal anders. Na toll. Komm hier auch rüber. Ja. Kommen wir. Oh. No. Hier ist dieses lustige Ankh-Zeichen. Also eins sind wir genau richtig gesprungen. Also macht schon Spaß, ne? Splatterli-Batterli. So. Gut, wir sind jetzt voll aufgerüstet. Ich sagte, wir sind voll aufgerüstet. Boah, ein Arsch. So. Wie gehen wir jetzt am besten vor? Also am einfachsten ist es vermutlich, wohin zu gehen. Jetzt macht er das andere. Vielleicht wird die Wespe schon so getroffen. Nein, natürlich nicht. Toll. Ach, die Wespe wird gar nicht getroffen, oder? Ja, lächerlich. Also, boah. Ohne großartig getroffen zu sein. Cool, ne? Sind aber drei Stück. Das ging, ne? Muss ich sagen. Finde ich, kann man mit leben. Damit kann man leben, finde ich. Na toll. So, den hatten wir noch nicht gesehen. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt das zweite Symbol, ne? Wir haben jetzt dieses komische Ding-Symbol. Mal sehen, vielleicht können wir, hier mit rein. Noch so ein Teil. Das ging dann da auf, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Ach so, das war nur kurzfristig. Ja, und du? Da tut sich nichts.
Okay. Vielleicht doch die hier oben nehmen. Okay. Also ich könnte mir vorstellen. Ich könnte mir vorstellen. Nur eine Vorstellung. Wir springen hier oben längs. Springen hier längs. Drücken hier hin. Und drücken dann den Knopf. Das war jetzt zeitlich etwas verzögert. Aber ich glaube, so vom Prinzip her ist es ungefähr. Ist es ungefähr das? Okay. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Was passiert jetzt hier? Und dann? Okay. Nö. Ach, jetzt kannst du wieder von vorne los. Das heißt, irgendwas hätten wir hier noch bekommen, wenn wir den letzten Sprung geschafft hätten. Soll ich nochmal probieren? Oh, ich versuch's nochmal. Den Abschnitt hatte ich hier nicht gesehen, sonst hätten wir dann gleich. So. Jetzt sind wir weitergekommen, als wir vorher mal waren. Ach du Scheiße, was ist das denn? Sind die ganz dicht oder was? Ach du großer Kacke, ich glaube, ich muss kotzen. Weil der Kram springt ja auch gleich runter. Ich springe mal ganz nach. Oh, ich weiß auch nicht. Müssen wir da hin? Oder müssen wir da nicht hin? Ich weiß es nicht. Also hier müssen wir nur einmal hinspringen. Und dann so machen. Das geht. Das kriegen wir hin. Komm her. Oh, ab hier. Da war was. Das war der Transmitter. Alles klar. Um an den Transmitter zu kommen. Ach du Scheiße. Um an den Transmitter zu kommen, muss man diesen ganzen Rotz hier machen. Oder gleich hops gehen. Du große Scheiße. Oh, hier kann man sich fallen lassen, das ist egal. Oh. Dann geht's hier hoch. Dann geht's hier hoch. Hier hoch. Und die Viecher lassen wir mal außen vor. Die blöden Dingsdinger nehmen wir auch noch. So, komm her. Warum geht das nicht? Oh, Alter, das ist ja echt der absolute Oberhammer hier. Boing. Oh. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich damals den Transmitter wirklich mir geholt habe. Kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Und komm her! Ja! Den Transmitter! Aber was bedeutet das? Hallo? Bin ich tot, oder? Ja. Na toll. So, Freunde des Gesangsvereins, ich weiß nicht, was ich da gerade eben gemacht habe. Aber ich hab's überlebt. Hallo? Was machen wir jetzt? Also hier muss man ja nicht springen. Das ist ja schon mal das Gute. Ich glaube, das ist genau die Stelle, wo wir dann vorhin rauskamen.
Boah. Ja, du? Wie? Wie geht nicht? Aha. Was heißt das jetzt? Ich verstehe es nicht. Verstehe ich das jetzt hier? Nee. Und du? Hier sind diese beiden Bäume. Muss ich dann auch noch schnell dahin springen oder was? Und du? War ich da schon hier? Uah. Komm mal da irgendwie weiter oder was? Ich verstehe es nicht. So, haben wir denn jetzt die Waffenkraft oder nicht? Transmitter, zwei Teile haben wir nicht. Also sorry Leute, aber das ist jetzt echt. So, liebe Leute, boah, das war ja ein Hammer-Level. Ich weiß nicht, ich denke mal, ich werde das eine oder andere da wohl auch rausschneiden. Also, ich bin ja ungefähr gefühlt 78 Mal da gestorben, aber ein paar Mal lasse ich wohl drinne. Und dabei ist es eigentlich, naja, es ist schwer, es ist leicht, ich weiß nicht. Ich habe mich einmal vergessen umzugucken, das ist es im Grunde gewesen. Okay, bis zum nächsten Mal, dann in der Arena des Seed, euer Thomas.